Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Ja, Ghost Raccoon Wildlands. Wir sind jetzt gerade. Ja, danke. Wir sind gerade dabei. Angestört. Meine Drohne wird gestört. Ja, ist wahrscheinlich auch besser so. Nein. Scharfschütze im Turm. Hab noch einen Tango. Genau, wir sind gerade dabei, das Geheimprojekt von El Cerebros unter die Lupe zu nehmen. Headshot. Sehr schön. Vorposten ausgeschaltet. Gut. Sehr, sehr gut. So, jetzt, wir können halt... Oh, doch noch nicht ausgeschaltet. Da ist noch einer im Haus. So in diesen Unterschlupf. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Maschinenpistolen. Das finde ich immer so lustig. Gut, dann geh ich mal hier rauf, weil an das sich. Sind Gegner. Im Lambo. Nee, das ist ein Ferrari, oder? Ein Lambo. Ach komm. Bist du schon mal in ein Lambo gefahren oder in so einen Sportwagen? Du hast überhaupt keine Übersicht. Von wegen hat er mich gesehen. So. Na, dann schauen wir mal. Wagen mit montierter Waffe. Da ist eine montierte Waffe. Ist das ein Luftabwehrsystem? Sieht gut aus. Kommt. Ich sehe noch einen Tango. Und das macht drei. Ist das Störungsgerät? Da ist einer mit Maschinenpistolen. Okay. Wird zwar gestört. Schlechtes Signal, die stören die Drohne. Aber vielleicht erkenne ich trotzdem was. Also markieren kann ich wahrscheinlich nicht, aber vielleicht sehe ich trotzdem ein bisschen was. No, nee, okay. Gut. 315 Meter. Die Kugel ist an ihm vorbeigerauscht. Verstanden, unterwegs. Roger, Ziel markiert. Kann das Ziel nicht mehr sehen. Na schön. Die wissen, dass wir hier sind. Vorsicht. Ah, dann kommen alle zu uns und das ist auch schön. Ein Drecksack weniger. Da rückt Verstärkung für die an. Granate fliegt. Der Feind will zu unserer letzten Position. Tja. Granate kommt. Come mierda, culeros. Mist, aufgefallen. Alle bereit? Feuer! Hab verstanden. Ach komm. Ja. Oh Mann. Ja, okay, selber schon. Oh, schön.
Ja gut. Also gut war's nicht, schlecht war's vielleicht. Oh, Santa Blanca, komm mal. Tango ist tot. Wir halten den Kopf unten und sehen zu, dass wir unentdeckt zum zentralen Lagerhaus gelangen. Ich will wissen, woran El Cerebro arbeitet. Abmarsch. Also unentdeckt wird jetzt sehr schwer. Unentdeckt dürfte jetzt nicht mehr möglich sein. Unidad Heli, unten bleiben. Shit, die Unidad schickt Verstärkung. Wie seid ihr da reingekommen? Ich will auch da rein. In ein paar Sekunden sind die bei uns. Was machen wir? Umgelegt. Alter, übertreib halt. Wo? Wir haben Verluste. Verluste, hier drüben. Ich hab dich. Halt einfach durch. Bin auf dem Weg. Vielen Dank. Wo sehen die mich? Hörst du mich? Ich bin gleich da. Mann, das merke ich morgen früh noch. Wir haben Verluste. Boah. Verluste, hier drüben. Wir haben Verluste. Ich hole euch gleich. Ihr seid ja unsterblich, das ist ganz praktisch. Gut. Das war schon mal sehr wichtig. Da oben ist auf jeden Fall jemand. Und hier ist auf jeden Fall was. So. Uiuiui, aber wir haben überlebt. Ich weiß, dass mein Verbindungsmann in Buenos Aires die Stapellaufdaten der Drogen-U-Boote kennt. Willst du das Ergebnis unserer ganzen Aufklärungsarbeit hören? Nichts. Nada, gar nichts.
Meine Kartellkontakte in Florida berichten, dass die Tauchboote, abgesehen von der dehydrierten Crew, ohne Probleme angekommen sind. Entweder hat der olle Fettsack die Infos gefressen, oder die verkackten Brasilianer haben die Boote durchgelassen. Tut es den Leuten in der Regierung irgendwie weh, sich daran zu erinnern, dass Loyalität keine Einbahnstraße ist? Ich meine, wofür zur Hölle reiße ich mir eigentlich den Arsch auf? Und das Sahnehäubchen ist, dass ich dabei geholfen habe, 200 Kilo Kokain in die USA zu schmuggeln. Und ich wurde fürstlich dafür bezahlt. Ich meine, scheiße, bin ich korrupt? Oder mache ich nur meine Arbeit? Ja. Das ist immer, ja, schwer zu beantworten, ne? Also vor allen Dingen für die, die undercover sind. An sich, also wenn es schief geht, dann helfen sie wirklich, Drogen und so weiter zu schleusen. Aber, ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr schweres Gebiet. Gebiet, also Arbeit. Unglaublich schwer. Hier ist deine Waffenkiste. Du weißt schon, dass hier niemand ist, ne? Suéltame! Suéltame, pues! So, eine Pistole. Sturmgewehrmagazin. Das ist natürlich sehr gut. So, dann heile ich euch mal. Achso. Danke. Unten bleiben, bin gleich da. Vielen Dank. Mann, das merke ich morgen früh noch. Na, ja, wahrscheinlich. Gut. Genau, Waffenkiste ist da drüben. Ich würde den Störsender jetzt auch gerne ausschalten. Aber gut, dass keine Armee gekommen ist. Also. Aber die Frage ist jetzt, ob. Yo, hier ist eine Waffenkiste. Ob das jetzt negative Auswirkungen hat, dass wir einfach offen reingerannt sind. Bin mal gespannt. Passt gut zu meinen Stiefeln. Okay. Also Feuerrate ist. Bei dem besser? Warte mal. Ja. Teile. Also Zieloptik natürlich, genau. Präzision ist wichtig. Abzug halbautomatisch. Unterlauf. Hier das da. Schiene. Entfernungsmesser, ja. Lauf. Kurzer Lauf. Nee, ich brauche den Schaden. Und Schalldämpfer. Aber Schaden ist halt wirklich nicht so super. Schaden ist halt wirklich nicht so optimal. Ja, wobei, also sehr viel mehr Schaden macht die auch nicht. Oder hatte ich die da? Ja, HTI hatte ich. Die macht halt nur die Hälfte vom Schaden.
Okay, aber... Warte. Okay. Ich werde es mal ausprobieren. Na, an sich ist das schon geil. An sich ist das schon richtig cool. So, jetzt kann ich auch die Drohne machen. Drohne verwenden. So. Und ihr habt irgendwie geschlafen, ne? Ach, die jagen uns immer noch. Was hältst du davon? Scheiß drauf, lassen wir es hochgehen. Hua, wir brauchen reichlich Sprengstoff. Okay, der ist tot. Also, ja, was hältst du da? Zerstören. Ah, den Prototyp. Die haben Prototypen. Aha. Upsi, nein! Das war voll daneben, schau mal hier. Das war ich. Oh. Wir sind fertig hier drüben. Mann, sind die schlampig. Ja, wir auch. Wo gehe ich eigentlich gerade? Gut. Wie komme ich da rein? Hier, okay. Und das... Ah, das ist das U-Boot. Sieht eher aus wie eine Rakete. Granate fliegt. Nehmt das. Das war echt abgefahren. Jetzt sollten wir mal schnell nach Informationen suchen, die uns sagen, woran El Cerebro gerade gearbeitet hat. Vor allen Dingen ganz kaputt ist es ja jetzt nicht, ne? Ach, das war nur... Das war hohl. Alter, ich bin so stark. Ich kann das ganze U-Boot mit meinem Kopf bewegen. So. Stehen Sie die Baupläne? Ja, okay, das macht Sinn. Das sind die Baupläne. Ah, da oben. Das macht auch Sinn. Super. So. Ich werde jetzt auch das da noch zerstören. Oh ja, Otto-Alarmanlage. Sehen wir uns hier in der Information um? Richtig. So. Oh, da unten. Ach so. An sich hätte ich halt das fest müssen. So, dann hacke ich mal den Laptop. Wir haben die Info über El Cerebros Forschung und sein Prototyp ist ausgeschaltet. Projekt erledigt. Sehr schön. Dann werden wir mal... Das Kartell nutzt eine kleine U-Boot-Flotte für den Schmuggel nach Florida. Finden und versenken Sie sie. So, da werde ich mal das neue Sniper-Rifle ausprobieren. So, Halbautomatik hat schon was. Hat auf jeden Fall schon mal was. Vor allem die Reichweite ist ja... Ups. Die Reichweite ist ja...
Ja, Reichweite ist super gut. Ja, ist ja beides das Maximale. Natürlich ist er ein Geschenk für den Wissenschaftler. Schaden ist halt kaum da, ne? Aber Geräuschminderung ist auf 100%. Puh. Revolver. So, okay. Scharfschütze, oben auf dem Turm. Na dann. Schaue ich mich mal hier um. Ich sehe ein zweites Ziel. Mit dem sind es fünf. Ein Scharfschütze. Scharfschütze im Kirchturm ist so... Hier ist ein Tango. Wir sind jetzt bei 10. Ja. Ich habe eins von Cerebros U-Booten. Wachsam bleiben und nichts wie weg damit. Ich sehe einen Scharfschützen. Hm. Auf legendär wäre das Ganze nochmal echt spannend. Also ich glaube, ich spiele das mal. Aber halt dann kein Let's Play. Weil das würde dann zu lange dauern. Aber den da zum Beispiel, da drüben hätte ich... Also man sieht bei Legendär ja nicht, wo die Feinde sind. Und den hätte ich dann wirklich verpasst. Das ist fantastisch. Inka, oder? Glaub schon. Die Besichtigung machen wir aber erst, wenn Santa Blanca erledigt ist. Augen auf. Was ist noch ein Scharfschütze? Der ganze 344. Den schaffe ich auch. 344. 344. Genau, das ist der da hinten. Okay. Genau zwischen den zwei Pfeilen. Sehr schön. Vogel, aufpassen!